Moin moin und hallo Leute, mein Name ist Fresh G und herzlich willkommen zurück zu 1916. Und wir versuchen natürlich immer noch hier aus diesem Labyrinth von Gräben herauszukommen. Und ich denke mal, dass es stimmt, dass das da diese Stelle ist, wo das erste Mal der Dinosaurier kam. Alter, wie kommt man auf die Idee, Nazis und Dinosaurier, ey? Das gibt's doch nicht. Wo gehe ich lang? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Ich glaube, ich gehe erstmal nach rechts, weil ich muss ja irgendwo da in diesen einzelnen Punkten meine Gasmaske finden. Also, jetzt nach rechts, ne? Und dann immer weiter geradeaus. Und dann, wenn ich so stehe, dann wieder rechts. Also immer rechts halten. Und dann, wenn ich so, zack, also dann wieder rechts. Und wieder rechts. Und wieder rechts. Eigentlich nur rechts? Aber Vorräte, Vorräte. Das heißt, wenn ich an so einem großen Platz ankomme, nachdem ich das... 1, 2, 3... Nachdem ich das dritte Mal rechts gelaufen bin, muss ich links laufen, okay. Ja, ich hoffe, dass ich das jetzt so schaffe, ne? Was bringt mir denn die Waffe? Ich kann auch schlecht einen Dinosaurier erschießen. Die sehen auch so gepanzert aus. Kann ich mir von euch eine Hand nehmen? Ich glaube, das wird ein bisschen besser. Dann muss ich nicht so ein Flair verschwenden. Vielleicht lässt sich von der Hand nur einer ablenken? Oh shit, Alter. Und genau da darf ich jetzt nicht lang, oder wie? Ist das euer Ernie? Und schon habe ich mich verlaufen, oder? Nee. Okay, von dem kriege ich aber nichts. Ja! Ja! Boah. Rechts. Rechts halten. Egal, ich mach's jetzt einfach. Rennt der mir noch hinterher? Nein. Ich bin im Kreis gelaufen, oder? Boah. Boah. Geh weg. Wo muss ich hin? What the fuck? Was macht der? Ich erschieß dich, Alter. Kann ich dich überhaupt erschießen? Stich mal zu oder so. Alter Falter, ich kann da nichts machen, ne? Ich kann da ernsthaft nichts machen. Das tut mir leid, dass ich denn hier jetzt immer wieder krüppel, aber ich will wissen, wie man hier rauskommt. Das ist auch mal extrem interessant, einfach so. Es gibt nur ein Ziel, was eigentlich total simpel ist. Aber durch diesen Trick... einfach hier mal Predator reinzusetzen, quasi. Schafft man es hier nur schwer raus. Ja, hier, viel Spaß damit. Halleluja. Okay, du rennst mir noch weiter hinterher ein. Keine Lust mehr. Geht hier noch was? Nö. Alter Falter. So, und jetzt, wenn ich zu diesem Bunker komme, ne, dann denke ich dran, dass da, gleich wieder ein Monster auf mich wartet. Und ich renne jetzt schon mal hier durch. Boah. Oh, hört ihr das Piepen? Ich krieg schon Paranoia. Gib mal. Danke. Hat einer von euch eine Gasmaske für mich? Ach, nö, Mann. Lass mich doch mal in Ruhe. Ah, ich will da durch. Claudia, du geile Sau. Warte, ist er jetzt wieder hier links? Boah, Alter, ihr wollt mich doch verarschen, ganz im Ernst.
Der beamt sich da einfach so hin, ohne Sinn, ja. Oh Mann. Ja, nee, den Brief will ich nicht normal lesen. Zwei Kugeln, wofür? Wenn ich zwei drücke, dann habe ich hier die Waffe. Kann ich anvisieren? Ich kann noch nicht mal anvisieren. Ich kann einfach nur drücken und hoffen, dass irgendwas passiert. Aber worauf sollte ich zielen? Hat er gerade das weggeschmissen? Ah nee, das ist... Ach so, okay. Ah, okay. Okay, okay, okay. Da ist schon wieder ein. Denkt dran, Leute, rechts. Also, jetzt nicht politisch, sondern im Spiel hier zumindest. Da, nimm den mal und hab viel Spaß damit. Was ist denn jetzt los? Der lässt mich da höchstwahrscheinlich gar nicht erst durch, ne? Das finde ich cool, dass der jetzt hier ist. Naja, dann laufen wir da lang. Geh mal da. Hol dir mal das da. Hol dir mal das da. Ja, hol dir das. Boah, geh mal beide weg. Danke. So, und dass ich jetzt weiß, dass die sich teleportieren können, beruhige ich mich nicht wirklich. Alter, der eine rennt doch schon wieder. Lass mich vorbei. Hey, ich hatte sogar noch einen dritten Schuss. Das finde ich ja jetzt irgendwie hier, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Wie zur Hölle soll man dieses Spiel zu Ende bringen? Das ist so dieses Ding. Limbo. Wenn ihr Limbo noch nicht gesehen habt, schaut mal in die Beschreibung. Da ist ein Link zu der kompletten Playlist, wie Chicken und ich Limbo durchzocken. Beziehungsweise beim ersten Mal hat er gespielt und ich saß im Hintergrund und hab nur doofe Geräusche gemacht. Limbo ist jederzeit fair. Man denkt zwar so, wollt ihr mich verarschen, es geht gar nicht. Aber es funktioniert immer. Und das ist auch nicht so schwer. Aber das hier, das ist ja... ...little bit hardcore. Bunker. Aber da habe ich noch... ...Flares liegen lassen, oder? Seht ihr? Ich versuche schon hier alles auswendig zu lernen. Hm, keine Flares. Oh, dann nehme ich deinen Schuh. So. Und ich weiß, dass da gleich einer steht. Oder? Nee, hier doch nicht. Aber da kam einer. Immer. Von irgendwo. Hier lag doch ein Brief. Was steht in dem Brief? Oh Gott, das kann ich ja mal absolut nicht lesen. Du bester Grüß... Was? Die besten Grüße von den... Juasischen Front. Keine Ahnung. Heute von Offizier inspiziert worden wahrscheinlich. Die Versorgungslinien sind von den Ey, das ist nicht lustig. Ich komme mir gerade voll vor wie so ein Analphabet. Keine Ahnung was. Unterbrochen worden. Und wir haben bald nicht mehr Gewehrmunition und Fackeln sind noch immer effektiver, oder wie? Aber bald werden wir neue Mittel finden müssen, um sie wegzuhalten. Die Mahlzähne des Krieges mir
Gedanken beschäftigt. What the fuck? Ich verstehe das nicht. Die Rekruten sind... angekommen und mit ihren massenhaft Papierkram. Nee, Papierarbeit. Aber fast dasselbe. Manchmal hofften meine Gedanken driften meine Gedanken ab. Driften, ey, so Need for Speed Style. Ab in Richtung Heimat und ich vermisse dich so furchtbar. Ich habe deinen Brief letzte Woche erhalten und das Bild des Krisens. Nee, das Kaisers steht vor mir. Das Kaisers steht vor mir. Auf meinem Schreibtisch. Mir tut es leid um den Sohn der Frau Binkenmüssen. Aber ich bin schon da. Ich bin. Alter Falter. Können die im Krieg nicht richtig schreiben oder was? Dass er als guter Deutscher gefallen ist. Die Dinosaurier on them viel Blut. Und wir müssen mehr als je zuvor opfern, um irgendwann einmal wieder ohne Angst zu leben. Diesen Winter 1916 habe ich das Rauchen aufgegeben. Das ist doch mal eine positive Nachricht. Weiter so. Wenigstens eine gute Sache. Kommen sie jetzt an? Nö. Noch nicht. Alter. Was macht der denn? Willst du mir irgendwas sagen? Ja, du willst mir irgendwas sagen. Klar doch. Wohin, wohin, wohin? Okay, ich kann nur dahin. Ich komme nicht. Ich weiß nicht wohin. Oh. Habe ich gerade irgendwie ein bisschen rumgebackt? Eine Gasmaske. Oh. Gib mir den Brief. Nein, ihr greift mich trotzdem an, oder? Nee, ihr greift mich nicht an. Ich bin AFK, Leute. Greift mich bitte nicht an. Liebstes Kätchen. Ich schreibe dir kurz vor einem vor einer aggressiven Welle. Ich muss öffnen. Bald wird der Oberfeldharten den Trompeten beordern, zum Angriff auf die furchtbaren Reptilien zu bashen. Da steht bestimmt bashen. Wir wollen die Reptilien bashen. Und sollte ich fallen, möchte ich wissen, dass dich zu lieben diesen Krieg wert zu kämpfen macht und die Zukunft zu verteidigen. Das ist sehr poetisch geschrieben. Der Gedanke an deine entblößten Füße unter der Decke und die Sanftheit deiner schlafrigen Augen bitte lass mich in Ruhe, bitte lass mich in Ruhe, bitte lass mich in Ruhe. Ich bin unsichtbar. Mein Name ist Splinter Cell, Sam Fisher. Okay, gut. Augen, lalala, mich weiter über meine gefallenen Kameraden. Ach so, tröstet wahrscheinlich. Nee. Egal. Mein einzigen Vorsatz heute Nacht, ist eine zu finden, eine Leiter zu finden und die Spitze zu durchbrechen. Denk daran, dein Leben ist in vollen Zügen zu genießen, ohne Angst vor den Reptilien. Für ewig dein Albi. Okay, Albi ist jetzt nicht so unbedingt ein deutscher Name, finde ich. Und den lasse ich noch vorbeilaufen. Es scheint so, als ob der im Kreis läuft. Das heißt, er läuft jetzt wahrscheinlich wieder links. Das heißt, ich laufe rechts weiter. Nee, er läuft nach links.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hebe alles auf, ich hebe alles auf. Mit G. Dings ich eine Gasmaske auf. Du kommst mir jetzt hier nicht entgegen, oder? Das ist ein Reptil, Alter, wie groß ist das denn? Du bleibst mal bitte da hinten. Und wie, jetzt kommt mir noch so ein Ding entgegen, Alter. Ist es hier gerade aufgegangen? Nein, ist es nicht. Ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht mehr rennen. Muss ich lang? Lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Ich will da durch, ich will da durch. Lass mich durch. Renn da hinten hin, Mann. Renn da hinten hin, Mann. Und du bleibst da. Renn doch. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich hab schon die Gasmaske, bitte. Oh, oh ja, lass mich rennen. Ich kann nicht rennen. Ich kann auch nichts mehr werfen. Nein. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich bin am Boden zerstört. Ich könnte mir jetzt mal sagen, wo ich die Gasmaske gefunden habe. Ich schaffe das locker nicht normal. Ich bin irgendwie einfach nur abgehauen. Dann war ich irgendwann da. Ja, renn mal da lang hier. Gescripteter Dinosaurier. Alter, der lacht echt noch, während ich ihm seinen Fuß abnehme. Das ist ja auch nicht so normal. Wie lange hält die das denn eigentlich auf? Guck mal hier. Nimm das, dann guckt er sich das an und dann war es das. Wenn man hier wenigstens unendlich lang rennen könnte, wäre das schon ein bisschen besser. Ja, du rennst dann natürlich wieder lang hier. Wulle, wulle, wulle. Deinen Schuh. Boah. Ey, das ist aber auch gut zu wissen, dass man sich so an den vorbeischleichen kann. Wer hat dem eigentlich die ganzen Füße abgehackt, Alter? Seid ihr alle da? Rechts halten. Ihr wollt mich doch weiterhin veräppeln, oder was? Ja! Klärchen. Boah, ich hab's abgeworfen. Ist euer Ernie? Ich würde gerne mal wissen, wie es hier weitergeht. Ne? Irgendwie so. So, und dann beende ich auch mal an dieser Stelle den Part. Das kann doch echt nicht sein. Bis zum nächsten Part, wo ich es hundertprozentig schaffen werde. Nicht. Doch. Ich weiß es nicht. Oh Gott, bis zum nächsten Part.